Yo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen hier zum neunten Part von Let's Play GTA 5. Wir werden jetzt hier erstmal uns zu Michael begeben und ja, werden mal gucken, was so die nächste Mission verspricht. Wir müssen nach wie vor auf die Antwort von Lester warten. Ich habe auch gerade noch eine SMS gekriegt. Vielleicht finden wir die hier noch irgendwo. Nee, nicht E-Mail, sondern hier bei SMS. Da bin dabei, dir diese Ausrüstung zu besorgen. Wird noch eine Weile dauern, bis wir Schmuck kaufen gehen können. Verbringe den Rest deines Ruhestands am besten mit der Familie. Ja, das tun wir auch so ungefähr. Doch bis dahin werden wir weitere Missionen erledigen. Watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you. You don't know any better and you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want? To be hit by your son? Yeah! No! I just... want you to do something. Besides, sit there, eating. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. Just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Go for walks. Play ball. You know I have bad glands. Bike ride then. Bike ride? You want to go on a fucking bike ride? Fine, fine. Let's go on a fucking bike ride. Fuck me. We'll take a bike ride along Vespucci Beach. Ja, Leute, jetzt werden wir wahrscheinlich allen Ernstes eine Ratto machen. Ich wollte noch auch noch eins an dieser Stelle erwähnt haben. Ich finde es einfach genial, dass so das erste GTA ist, wo man nicht so ein Handlanger spielt, ja? Man macht ja die Mission oder diese ganzen Überfälle aus dem eigenen Vermächtnis raus und nicht aus irgendwelchen, ja, von irgendjemandem aufgetragen. Das finde ich mir wirklich sehr schön. Und ja, da fühlt man sich nicht wie so ein, ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, wie so eine Art Laufbursch. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Selbst wenn wir jetzt hier nur eine Ratto machen, glaube ich irgendwie, dass da irgendwas natürlich schief geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur eine Ratto ist. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber nun ja, um das Verhältnis mit seinem Sohn wieder aufzubauen, tut man natürlich viel. Und ja, Michael versucht es auf jeden Fall. Gut. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein anderes Auto klar machen. Halt mal jetzt am Audi rumzukruisen, das, ja, auf Dauer geht das glaube ich nicht. Kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. So, sind wir schon fast da. Vespucci Beach, ich glaube, das ist da, wo auch der Santa Monica Pier ist. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Werden wir gleich sehen. Wow, 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 wow. Also das Fahren in GTA 5 gefällt mir wirklich ausgezeichnet. Also es ist echt die perfekte Mischung aus GTA 5 und GTA 4. Das hört sich doof an, ne? Aber es ist einfach eine sehr gute Mischung aus dem realistischen Fahrverhalten aus GTA 4 und dem nicht so übertriebenen Wegrutschen. Also es ist wirklich genial gemacht und hat nichts mit den Arcade-lastigen zu tun, wie er es vermutet war. Achtet auf die Flipflops, wie die hinten auch hochplöppen.
hochflippen. Deswegen heißen sie auch Flipflops, ja. Nee, sieht wirklich gut aus, ne? Und der Schweiß an dem Rücken von Michael. Ich meine nicht, dass er mir gefällt, aber ich meine, das sieht realistisch aus. Ja, okay. So, welches nehme ich denn? Ich nehme das. Ja, komm. Es gibt doch Gummi. Dickerchen. Die Vorderradbremse betätigst du mit LT, die Hinterradbremse mit RT zum Rückwärtsfahren. Okay. Das müssen wir mal ein bisschen mit dem mithalten, sonst kommen wir ja vor wie so ein alter Knacker hier. So, was steht da oben noch? Drücke RB, um einen Bunnyhop auszuführen. Genau, und mit diesen Sprinträdern kann man sich nur nach vorne lehnen, dann fährt man nämlich nochmal schneller. Boah, der Strand, der sieht doch wirklich sehr schön aus, ne? Also, gefällt mir. Radfahren verbessert deine allgemeine Ausdauer. Mit verbesserter Ausdauer kannst du Ausdauer Sport treiben. Okay. Wow. Na komm. Ups. Scheiße. Sagt man das? Och. Wie fahre ich? Ich fahre hier wie so eine besenkte Sau. Ich fahre einfach mal als Erster ein Ziel, sag ich mal. Weil vielleicht gibt es ja irgendwie wieder so eine extra Punkte. Also eine, wie so eine Art Trophäe. Oh, das. Das war natürlich wieder ein Fail. So, jetzt habe ich es aber. Oh, ich könnte locker bei der Tour de France mitmachen, ne? Guckt euch diese intelligente und attraktive, diesen attraktiven Fahrstil mal von mir an. Das wäre der reinste Wahnsinn. Muss ich hier hoch oder hier rumfahren? Hier rumfahren. So. Haha, seht ihr? Es war doch ein Unterschied, dass ich erst im Ziel war. Yeah, I'm giving it my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just... Invader Paige, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck. Ah! Dad, wait! So, jetzt werden wir wohl mal die Lady zurückholen und mir ein bisschen, ja, Verstand beibringen. Tauchen, alles klar, geht so. Habt ihr mal, ja, könnt ihr euch mal einen kleinen Blick von Unterwasserwelt verschaffen. Unten rechts haben wir die Lungenanzeige, also wie voll, wie lange wir noch tauchen können. Und dann, ja, jetzt werden wir uns hier zum Boot begeben, zum Schiffchen. Schaut euch an, wie nass die Haut jetzt auch wird, also. Das sieht einfach Wahnsinn aus, also. Die Optik des Spiels, man darf nie vergessen, das läuft nach wie vor noch auf einer 360 der aktuellen Konsolengeneration. Und dafür ist die Grafik wirklich der reinste Wahnsinn, also. Das ist einfach nur schön anzusehen und macht Spaß zu spielen. Ich meine, so gute Grafik steigert natürlich auch noch die Spielfreude, auch wenn das Spiel schon eine geniale Story hat. Das ist halt einfach wie so ein i-Tüpfelchen, so. So wie so ein kleines Extra-Bonbon. So, jetzt sagen wir nicht, wir haben noch Waffen dabei. Ja, haben wir natürlich auch noch dabei. Der Körper ist jetzt nicht mehr der attraktivste von Michael. hängt hier und da schon ein bisschen runter, aber naja.
Hey, Mantid, whoa. Dad? Plus, we're taking you out of here. Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Your house? Yeah. Man, you got a killer pad, Mr. Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey. No. Hey. Shit, ain't Daddy. Cool, man. What are you doing? Hey. Fuck, man. Come. I like him. What's the problem? You're such a jerk. Come on. Dad, you dumbass. These guys are serious. Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat. Oh, motherfuckers. Get on, now! I'm about to skin you alive! God damn it! Go! Ja, es gibt so eine kleine Jetski-Verfolgungsjagd. Ich meine, wer so mit unserer Tochter hier Scheiße macht, ja, es geht mal gar nicht. So. Müssen wir ja schnell wegkommen. Aber wie immer sind die verdammt schnell, die Gegner. Nun ja. Ich denke mal, wir schaffen es gleich. Jetzt versucht die Kleine sich wieder rauszureden, war ja klar. Oh, diese Häusersiedlung kenne ich. Die ist echt schnieke. Wo befinden wir uns gerade? Muss ich jetzt echt mal kurz herausfinden. Ah, okay. Gut. Jetzt sag ich, fahren wir bestimmt wieder ins offene Meer. Okay, gut. Fahren wir weiter. Scharfe Kurven mit RB fahren. Mit LB schießt man ja, ne? Ich würde mal gerne ein bisschen schneller hier fahren. Da muss man irgendwie runterschießen. Ja, wir haben es, glaube ich, geschafft. Jawohl, so muss das sein. So, mal sehen, wohin wir jetzt fahren. Also Jetski fahren macht echt Bock. Fühlt sich auch relativ gut an. Und das Wasser, das sieht natürlich absolut Hammer aus, ne? Also Leute, genießt es. So, da vorne ist der Pier. Das ist auch die Anlegestation für die Jetskis. Und auch ein Jetski kann man ja in der Luft mit dem linken Analogstick lenken. Also steuern, damit das sich nicht irgendwie überschlägt oder so. Genau wie beim Autofahren. Genau. So, da ist die Anlegestelle. So, okay, wir müssen das Boot einfach hier hinbringen. Fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach with my skin. So what, you sent him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he got that crazy look in his eyes, you know, like he gets sometimes, and he just went. I'm getting a cab. Coming with you. How about I just drive us home? You ruined my life. Ja, meine Freunde, das war wirklich ein guter Einblick, wie es auch in echt aussieht. Da will man mal wirklich was richtig machen und im Endeffekt ist es doch irgendwie wieder falsch. Ist wirklich sehr schön gemacht. Ja, wie viel Humor damit reingebracht wird, wie viel vor allem Charisma, finde ich. Zeigt wieder nur, ja, wie sehr das Spiel auch auf dieses Mal auf Gefühle und so eingeht. Ja, kannte man ja so eher selten von GTA, möchte man mal sagen. Und ja, gut. Das war es jetzt auch schon mit der Mission. Ein Triathlon ist jetzt verfügbar. Ja, sehr schön. Nach und nach kriegen wir Sachen frei. Das gefällt mir mal. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, dass wir uns in der nächsten Mission ja mit Franklin wiedersehen.
Und ich denke, ich werde euch auch mal was, klaue einen Backstar-Transporter bei HS. Okay? Vielleicht sehen wir uns auch mit Michael wieder. Ich weiß noch nicht, weil ich meine, der Backstar. Achso, okay, das heißt, das sind die Ausrüstungen, die ich machen muss. Die Ausrüstungen, die ich sammeln muss, okay? You don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Nein, das verweigern wir jetzt mal. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael. The lawyer's fees are coming out of your account. Gut, Entscheidung kann man also auch treffen. Wir werden mal sehen, ob wir uns in der nächsten Folge den Transporter schnappen oder ob wir uns jetzt erstmal mit Franklin weiter beschäftigen. Das sehen wir in der nächsten Folge dann wieder. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Ich bin raus, ciao, euer Palmas.